Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel. Unsere Helden haben schon ihr Morgentraining absolviert. Ich habe auch unser Lederzeugs nochmal verkauft. Allerdings war das Spiel nicht ganz so intelligent, wie ich dachte, denn ich hatte vorher gezählt, wie viele Lederhelme wir haben, wie viele Lederschuhe wir haben. Und hat dann halt einfach die Zahl verkauft, die dann noch übrig war. Weil der Händler sagt, sie haben maximal so und so viele Helme. Und wenn man dann die Anzahl der getragenen Helme abzieht, weiß man, wie viel man verkaufen kann. Aber das Spiel bevorzugt beim Verkaufen nicht unbedingt die Items, die man gerade nicht trägt. Also sind wir hier teilweise ein bisschen barfuß unterwegs. Da suchen wir mal kurz noch Zeugs zusammen. Ja, gut, du sollst eigentlich keine Fackel in der Hand tragen. Du sollst... Ah, und ja, den Schild von Monitor kommen wir gleich noch dazu. Zuerst machen wir mal das Verkaufen und was auch immer Zeugs. Du kannst mal noch deinen Bogen auf den Rücken tun. Hast du... Du hast nur von den schwarzen Schuhen. Du hast noch ein Ersatzbett. Wer von euch hat irgendwelche Lederhelme und was auch immer im Gepäck? Das ist unsere unmögliche Dinge-Kiste. Ah, ich müsste vielleicht mal irgendwann aufräumen. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. So, hier haben wir ein paar Schuhe. Wer trägt aktuell keine Schuhe? Ah, da fehlt einmal Helm und einmal Schuhe. Und da ist noch jemand barfuß. Helm aufziehen. Wem fehlt noch ein Helm? Hä? Irgendwie haben wir einen Helm zu viel und ein paar Schuhe zu wenig. Da hat dann wohl jemand beim Zusammenaddieren von Schuhen und Helmen sich verrechnet. Das ist ein... kann natürlich absolut passieren. Das ist gar nicht peinlich. Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt mal shoppen mit dem restlichen Geld, was wir noch haben. Heieieiei. Und nochmal zu dem Schild von Monitor. Ich habe die Sachen von den, ja, den unmöglichen Dingen, die wir ja zugesteckt bekamen durch den Teleportsturm, habe ich nochmal eine Liste gemacht und die Informationen dazu geschrieben, die wir bisher haben. So, einige Items haben wir keine Informationen und andere haben wir Informationen, die außerhalb von Monitor liegen. Nur den Schild von Monitor... Das klingt so, als könnte man den wahrscheinlich in Monitor gefunden haben. Und ich glaube, wir hatten auch mal irgendwas dazu gehört, was ich aber vergessen habe und auch nicht aufgeschrieben hatte. Von daher, gehen wir nochmal ein Lederhemd verkaufen und nochmal ein paar Schuhe kaufen. Ach Mann. So. Da werden wir dann mit unserer lieben Herna nochmal reden, denn sie ist ja so ziemlich die Quelle für alle Informationen, die man so haben möchte. So, und mit dir möchten wir über Vorräte reden. Und dann möchten wir zuerst mal was verkaufen. Und zwar einen Lederhelm. Bitte, Spiel, nimm den Lederhelm, der im Inventar ist. Bitte. Wir verkaufen einen Lederhelm. Wir kriegen 5 Monetari dafür. Wir möchten nichts mehr verkaufen. Wir möchten nochmal über Vorräte reden und möchten kaufen. Und zwar Lederwaren und ein paar Lederstiefelchen. So, wir feilschen mal noch. 25 hat er gesagt. Wir machen mal eine 14. Auf 23, 17, 22, 19, 21, 20, ja, den 20 akzeptieren wir. Wir haben, wir möchten ein paar Lederstiefel. Habt ihr noch was zu kaufen? Nein, wir möchten nichts mehr kaufen. Wir möchten dir Adieu sagen. So, jetzt schauen wir zuerst mal Lederhelm. Alle haben noch Helme auf. Und der Avatar hat die Schuhe für YOLO in der Tasche.
So, wie viele Handschuhe tragen wir denn? So, Handschuhe sind wir noch ein bisschen schlecht ausgestattet. Ja, zwei Leute sind noch ohne Handschuhe. Dann gehen wir mal nebenan bei dem Metallverkäufer gucken, also Metallrüstung und Waffenhändler. Und schauen wir mal, dass wir da zuerst mal gute Handschuhe kaufen. Denn da haben wir zwei Slots noch leer. Also sowas stelle ich mir vor. Da liegt auch so ein Schild von Monitor. Also irgendwo muss dann auch Dubrés Schild sein. Hallo, Herr Schmied. Bleiben Sie mal bitte stehen. So, Grüße. Was wünscht ihr von mir, Ritter? Wir würden gerne mit dir Geschäfte machen und wir möchten was kaufen. Und zwar Rüstung. Und dann hätte ich gerne Panzerhandschuhe. 60. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen handeln können. Gehen wir mal mit 32 ins Rennen. Dann geht er auf 52. 35, 47. 36, 45. 37. Was hat er jetzt gesagt? Egal, wir nehmen's. Nee, wir falschen. 38? Ich habe zu schnell geklickt. 42, okay. 42. Machen wir das Spiel weiter. 39. Geht auf 41. Können wir uns bei 40 treffen? Scheinbar schon. Genau, 40. Ja, wir akzeptieren. Und wir nehmen bitte zwei Paar, falls wir uns das leisten können. Scheinbar schon. So, dann möchte ich zuerst mal nichts kaufen, sondern weiter planen, was wir noch unbedingt haben möchten. So, du bekommst einmal Handschuhe und Yolo bekommt einmal Handschuhe. Können wir bei dir Schilde verkaufen? Geschäft etwas verkaufen? Nee, nur Rüstung, Beinlinge und Kammhelme. Haben wir nicht. Gut, dann nochmal zurück. So, du hast eine antike Rüstung an. Die ist, glaube ich, nicht so schlecht. Du hast eine antike Rüstung. Du hast nur so ein Kettenteil. Dann kaufen wir eher nochmal Hosen ein. Ich versuche jetzt die Dinge zu finden, wo wir das größte Update dann haben. Wobei Helme wäre auch eine Möglichkeit, weil wir da auch nur fast nur Lederhelme haben. Die sind wahrscheinlich günstiger. Okay, wir nehmen Helme. So, Geschäft. Wir möchten etwas kaufen. Rüstung und Kronhelm oder Kammhelm. Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Wir schauen mal. Oh, Kronhelm kostet 75. Was kostet eine Hose? Möchtet ihr weitere Rüstung kaufen? Ja. So, Platten, Beinlinge. Oh, 150. Okay, dann kaufen wir doch Helme. Ja, wir möchten noch was. Und zwar den Kronhelm. Wir falschen, was das Zeug hält. Gehen mit 38 ins Rennen. Man muss ja nicht übertreiben. Man muss den Leuten ja auch noch ein bisschen Gold gönnen. Gehen wir mit 41 ins Rennen. 56, 43, 52, 45, 51. 47, 50, 48, 49, 48, 48, sehr schön. Ja, können wir uns davon zwei leisten? Scheinbar schon. Wir möchten nichts weiter kaufen, wir möchten Lebewohl sagen, die Helme verteilen. Ah, das sind diese Hörner-Dinge.
Habe ich. Ach nee, ich habe jetzt nur. Oh, ich habe nur einen gekauft, oder? So ein Mist. Gut, dann kriegst du den Helm. Könntest du den mal bitte anziehen? So. Und den Lederhelm verkaufen wir später nochmal. Jetzt gehen wir lieber nochmal zu Herner. Und schauen, dass wir irgendwas über unseren Schild von Monitor noch rausbekommen. Bevor wir dann in den Kampf gegen die Goblins ziehen. Dann kriegen wir den Helm von Monitor hoffentlich. Aber ich glaube mal nicht, dass wir den behalten dürfen, weil das ja hier so eine Art ja, Symbol, Artefakt, was auch immer ist. Man weiß ja auch nicht, ob der wirklich dann gut ist oder nur einen Symbolwert hat. Genau, das weiß man nicht. So, wo ist unsere liebe Herna und hat sie Zeit für uns? Hallo, die Dame? Hallo? Wer möchte denn mit Ihnen reden? Kann mal stehen. Seid gegrüßt, my lady. So, wir möchten mit dir über Informationen reden, über Gegenstände. Einfacher Schild. Ja gut, das ist ja dann der Schild von Monitor, ne? Dieser Schild könnte jedem in dieser Stadt gehören. Grün und weiß sind die Farben von Monitor und seinen Kriegern. Ihr könnt euch erkundigen, ob jemand ein Schild vermisst. Ja, ich glaube, das hatten wir dann schon mal gehabt. Und das hat mir dann zuerst mal nicht weitergeholfen. So, wir hatten ja schon mal mitbekommen, dass unsere Kneipenwirtin, die liebe, ich glaube, Lucilla hieß sie, dass die relativ viel weiß, weil sich ja da auch ständig die Leute treffen und man Klatsch und Tratsch austauscht. Muss man nur mal wieder die Kneipe finden. Das könnte ein kurzes Momentchen dauern. Geht beiseite. Ihr könnt euch gegenseitig aus dem Weg gehen und dann klappt das. So, der Nebel könnte jetzt auch wieder aufhören. Also das sind jetzt keine Bildstörungen, sondern das ist Nebel. Das müssen wir jetzt einfach hinnehmen. So. Das war die Herberge. Der Bildhauer. Ah, die Stadthalle. Wo ist denn das Gasthaus? Der Waffenhändler. Das war dann das Gefängnis. Himmel, Herrgott, nochmal. Das mit der Stadt ist nicht so einfach. War die nicht in der Nähe von der Banketthalle? Steht auf den Schildern was drauf, was mir hilft? Wahrscheinlich nicht. Ah, da. Das Gasthaus. Sehr schön. Frau Wirtin. Weißt du? Madame, hallo nochmal. Wir möchten mit dir über Andral, weil der Bildhauer. Eine Zeit lang waren wir uns. Achso, die hatten ja ein Verhältnis miteinander. Und der Ring, den wir haben, ein so schöner Ring muss von einem Geliebten. Achso, dass es eher ein Ehe- oder Verlobungsring ist, das wissen wir auch schon. So, über ihre Pflichten. Fragen wir sie nochmal über die Kneipe. Ist dein Wirtshaus von Generation zu Generation weitergegeben und ursprünglich von meinem Urgroßvater eröffnet wurde. Obwohl es ein wunderbarer Ort ist, um zu essen, kommen die meisten Männer in der Stadt hierher, um mir den Hof zu machen. Ich gebe zu, dass ich die ganze Aufmerksamkeit durchaus genieße. Ja, wenn die Männer sich im Zaum halten, ist das mal was Schönes. Wehe, wenn nicht. Soll den Hof machen. Findet ihr mich schön?
Ich gebe zu, dass ich die Aufmerksamkeit genieße, aber ich habe nie den richtigen Mann für mich gefunden. Aber ich spüre durchaus, dass ihr irgendwie anders seid, my lord. Ja, vor allen Dingen von einer anderen Welt. Hör zu, Spectre und ich haben wirklich nichts miteinander. Ehrlich, da ist nichts. Möchtet ihr euch später mit mir treffen? Nein. Oh, dann sei es drum. Es gibt viele andere, die sich für mich interessieren. Jetzt ist sie beleidigt. Dann erzähl uns mal was über Männer. Warum muss eine Frau überhaupt einen Mann haben? Ich habe gesucht und habe immer noch nicht den richtigen für mich gefunden. Er muss hart sein und doch sanft zu seiner Frau. Mutig, aber doch ängstlich, seine Gefährtin zu enttäuschen. Er muss hinterhältig genug sein, um viele Schlachten zu gewinnen, aber fair genug, mich als ebenbürtig anzusehen. Ja, die Männerwelt. Dann erzähl uns was über deinen Urgroßvater. Er war nicht nur der Gründer des Wirtshauses, sondern auch ein erster Ritter von Monitor. Er trug mehrere Jahre lang den Helm von Monitor, bevor er schließlich in einem Turnier besiegt wurde. Aber irgendwie weiß sie über den Schild scheinbar nichts. Aber da haben wir noch einiges mit ihr nicht beredet. Erster Ritter. Ich kann kaum von dem ersten Ritter sprechen, ohne an Astrids üblen Tod durch die Goblins denken zu müssen. Ich fürchte, dass es niemanden gibt, der würdig wäre, ihren Nachfolger als erster Ritter anzutreten. Abgesehen von euch selbst vielleicht. Ich bin sicher, dass ihr im Laufe der Jahre eine Menge Triumphe habt feiern können. Ja, wir leben auch schon eine ganze Weile. Und haben ein paar Mal die Welt gerettet. Aber wieso würdig? Monitor ist nicht mehr die Stadt, die sie einmal war. Unsere Vorfahren gründeten eine Siedlung, die auf dem Prinzip des Mutes basierte. Aber heute haben Gier und Herrlichkeit unsere Ritter verdorben. Monitor braucht einen ersten Ritter, der sie nicht nur auf dem Schlachtfeld anführt, sondern auch einen, der ihre Herzen berührt und sie daran erinnert, was es bedeutet, ein Ritter zu sein. Ich wünschte, es würde sich ein neuer erster Ritter erheben, der nicht nur den Helm von Monitor zurückholen kann, sondern auch all das korrigieren kann, was in dieser Stadt falsch läuft. Könntet ihr diese Person sein? Ich wünschte, es wäre so. Also wir werden uns auf jeden Fall um den Helm kümmern, aber darüber hinaus werden wir dann sehen. So, Abenteuer des Mutes. Ihr wisst schon, die Unternehmungen, auf denen ihr unter Beweis stellen könnt, dass ihr geeignet seid, die Ritterwürde zu tragen. Sicherlich plant ein feiner junger Krieger wie ihr, doch an der Suche nach dem Helm vom Monitor teilzunehmen. Natürlich. Wenn wir nur wüssten, wo sich ihr verstecktes Lager befindet, aber es bleibt ein Geheimnis. Nein, das wissen wir. Erzähl uns mal was über das Turnier. All die Ritter denken nur an den Kampf. Und gegen wen kämpfen sie wohl? Die Goblins vielleicht? Nein. Stattdessen ziehen sie es vor, sich auf dem Kampfplatz miteinander zu messen. Luther ist der Schlimmste. Da sind sich die Menschen einig? Oh, wie sehr ich ihn hasse. Dann erzähl uns mal was über deinen Hass. Was für ein Kasper. Er denkt, jede Frau in dieser Stadt will ihn. Aber ich finde ihn einfach nur abstoßend. Um seine Fähigkeiten zu beweisen, schikaniert er die schwächsten Ritter und fordert sie dann heraus, ihm auf dem Kampfplatz gegenüberzutreten. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Und wenn sie verlieren, was sie tun, da Luther ein derart brutaler Rohling ist, weilt er sich hämisch an ihrer Schmach. Man sagt, dass dieser neue Schild von ihm besondere Kräfte habe, sodass er jetzt wirklich unbesiegbar sei. Könnte das Dubrés Schild sein? Nun, ich sage, wenn der Schild wirklich magisch ist, dann zwingt ihn nicht zu verwenden. Monitorianer benutzen keine magischen Waffen oder Rüstungen. Aber Luther lässt sich von niemandem etwas sagen. Das nenne ich eine Spur. So, wo finden wir jetzt den guten Luther? Diesen unfreundlichen, So, wir hatten mal eine ganze Menge von den Rittern in dieser Trainingshalle getroffen. Schauen wir mal.
Weil wenn wir den Schild dann noch haben, das wäre nochmal eine Aufwertung für unsere Ausrüstung. Oder ist er jetzt hier? Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Hier liegen diverse Waffen, aber hier ist niemand. Gut, dann gehen wir mal hoch auf die Mauer. Hopp, rauf da. Zack, zack. Sehr schön. So, das eine war die Dame Shanzana oder irgendwie hieß die. Und wer ist der Herr? Kommen Sie mal her. Du warst nicht Luther. Er war derjenige, der sich noch retten konnte. Luther war, glaube ich, in Orange gekleidet. Kann das sein? Na, wo finden wir den jetzt? Ich würde ja halt in erster Linie zuerst mal aufs Gasthaus tippen, aber da war ja gerade tote Hose. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 1 Uhr nachmittags. Dann legen wir uns mal hier eine Runde ins Bettchen. Und schlafen mal 7 Stunden. Dann ist es Abend und vielleicht ist hier dann was los und dann brauchen wir nicht so lange zu suchen. Also, süße Träume. Ja, jetzt ist Abend, hier ist was los. Wer warst du nochmal? Ja. Nee, du. Doch, bist du Luther? Nee, ich glaube nicht. Nee, hier ist anders. Er war aber auch so ein Ekelpaket. Das Gesicht von Luther hatte ich anders in Erinnerung. Damen. Ah, die Damen von Monitor. Sie alle werden von ihrer ganz eigenen Leidenschaft geleitet. Lydia, Lucilla, Shazana, Celia, Hana. Mit wem hattest du nichts gehabt, mein Lieber? Aber das... Ich möchte jetzt nicht über Frauengeschichten reden, sondern... Oder war der Luther? Ich kann ihn halt nicht mehr nach seinem Namen fragen. Das ist ungünstig. Du siehst nicht nach Ritter aus. Ah, du bist der Gemischtwarenhändler, alles klar. Das andere war eine Frau. Also vielleicht jetzt in der Trainingshalle. Ich weiß ja nicht, wo die Leute wohnen, deswegen können wir sie nicht nachts aus dem Bett holen. So, ah, hier ist noch ein bisschen was los. Ich glaube, der Herr in Orange war es. Nein, Lady, mit dir wollte ich nicht reden. Ich wollte mit dem Typ hinter dir reden. Hast du Luther? Nun, da ihr mich auf dem Feld der Ehre besiegt habt, bin ich euer Freund. Was kann ich für euch tun? Ach, wir hatten ihn wirklich besiegt. Dann ist es Luther. Wir können ihn mitnehmen. Ein neuer Schild. Da, darüber reden wir zuerst mal und dann... wollen wir den dabei haben? Na gut. Neuer Schild. Ihr habt also von meinem neuen Schild gehört. Niemand hat je so etwas gesehen. Er ist unglaublich leicht und doch scheinen alle Schläge davon abzuprallen. Schaut, er hat meinen abhanden gekommenen Schild, sagt Dubré. Und dieser mysteriöse Schild, den wir haben, muss seiner sein. Was hat er gesagt? Dann rücken wir unseren Schild wieder raus. Es schmerzt mich, mich von ihm zu trennen, aber wenn ihr ihn beansprucht, dann muss ich ihn hergeben. Das ist korrekt. Jetzt muss ich mir einen anderen Schild suchen. Ach, dürfen wir den alten auch noch behalten? Sehr schön. Nee. Aber ihr könnt diesen Schild haben, den wir gefunden haben. Ach, Dubré, du bist so nett für diese Welt. Das ist sehr gütig von euch. Ja, das ist mein Schild, der bei diesem Sturm von so seltsam verschwunden ist. So, wir haben den Schild
Schild gefunden. Vielen Dank, dass ihr mir mein Schild zurückgegeben habt, mein Freund. Sehr schön. Kommt er wirklich mit uns mit? Avatar, sagt Ybré. Lufa, er soll mit uns reisen? Fragt Yolo. Ich glaube nicht, dass dies eine gute Idee ist, sagt Chamino. Ihr könntet einen Krieger wie mich gebrauchen, um euch vor euren Feinden zu schützen. Wenn ich zur Stelle bin, kann euch niemand mehr etwas anhaben. Aber leider hält mich meine Pflicht als Ritter hier in Monitor. Die Goblins sind eine ständige Bedrohung. Ja gut, dann haben wir jetzt den Schild wirklich zurück? Wenn ja, wo ist er gelandet? Ah, Dubrés Schild. Moment mal, du warst Dubré. Du hast aber aktuell ein Zweihänder an. Dann darf Yolo. Leg mal den Schild da ab. Ich weiß nicht, ob Dubrés Schild besser ist als der magische Schild. Aber den tragen wir jetzt erstmal. So, dann haben wir das geklärt. Dann können wir Richtung Goblins aufbrechen und da mal schauen, dass wir jetzt diese geheime Treppe im Wald, die hatten wir schon gefunden. Und jetzt haben wir von Simon, also Simon dem Goblin, haben wir die Schlüssel bekommen, um durch diese Tür zu kommen, vor der wir letzte Folge standen und nicht durchkamen. Und da sollen wir in ein geheimes Tal kommen. Und da soll dann der Goblin-König sein und wahrscheinlich dann auch der Helm von Monitor. Und den wollen wir haben. Dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, dann nochmal raus hier. Sehr schön, es wird schon wieder hell. Das war knapp. Eine Harfe. Sehr dekorativ mitten in der Wildnis. So, die Richtung müsste stimmen. Das müsste der Weg zur Ritterprüfung sein. Also müssen wir uns nördlich halten. Und ich habe mir noch gemerkt, dass das ist das Gebirge, dass diese Treppe war irgendwo an der Nordküste in der Nähe des Meeres. Und man hat uns ja gesagt, dass Steine um diesen Baum herum sind. Werden wir mal sehen, ob das stimmt. So, genau, das ist der zurückeroberte Turm von vorn. Also müssen wir ein bisschen mehr westen. Das Gebirge. Zweige, okay. Die Herrschaften haben mal wieder Hunger. Jungs, das geht noch ein bisschen. So, und jetzt gehen wir zuerst mal nach Norden durch bis zum Meer. Hier wird nicht gequengelt. So, wir sind am Meer. Da ist noch so ein Baum. Da ist aber nichts drin. Ja, ich bin ein wenig hungrig. Ihr haltet dann noch ein bisschen aus. So, und jetzt schlagen wir uns mal am Meer vorbei. Also es war eher da, wo die Küste wieder richtig von Westen nach Osten läuft. Finde ich mich recht entsinne. Ist alles ein bisschen vage. Wir jagen mal kurz ein bisschen. Könnt ihr mal bitte da irgendwas erlegen? Und nicht nur dumm rumstehen? Hallo, Jungs. Der Avatar jagt Essen. Ja, das Vieh ist tot. Ich muss gerade lachen. Also, Frank hat mich mal darauf hingewiesen gehabt, dass in Teil 1 solche Hirsche immer 5 Keulen hatten. Der hat auch 5 Keulen gehabt, okay. Die 5. habe ich nicht gesehen. Was ja eher zu einem Vierbeiner nicht so ganz passen mag.
War mir persönlich nicht aufgefallen, aber ja, hat er recht. So, jetzt sind wir an der Küste, an der ich sein möchte. Oh, und wir müssen jetzt in die Pause. Bis gleich.